Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Wir testen heute das Yotaphone. Das ist ein spezielles Android-Smartphone mit zwei Displays. Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile dieses Geräts und wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Geliefert wird das Yotaphone in diesem schicken Karton. Wenn man hier diesen Karton aufmacht, sieht man auch schon, dass das Ganze sehr hochwertig verpackt ist. Das erinnert so fast so ein bisschen an das iPhone. Hier haben wir das gute Stück selber, das Yotaphone. Eine Besonderheit ist auch, dass wir hier eine Micro-SIM-Karte einlegen. Gleichzeitig hier dieser Schacht auch dazu dient, das Gerät an- und auszuschalten. Die Spange dazu liefert Yota natürlich auch mit. Dann haben wir hier als weitere Ausstattung ein Headset. Das kann ich ja mal eben herausnehmen. Hier mit 3,5 mm Klinkenstecker und einem Paar In-Ear-Adaptern. Darüber hinaus haben wir hier noch zwei weitere Paare an In-Ear-Adaptern mit an Bord. Dann haben wir hier das USB-Daten- und Ladekabel samt dem dazu passenden Adapter für die heimische Steckdose und darüber hinaus eine kurze Anleitung in Deutsch und in vier weiteren Sprachen. Und weil das alles sehr komplett ist bei diesem Gerät, geben wir hier 9,3 von 10 möglichen Punkten. Der gute Eindruck, den das Yotaphone von seiner Verpackung her macht, setzt sich auch beim Gerät selber fort. Wie wir sehen, haben wir eine wirklich schöne Verarbeitung. Das 4,3 Zoll Display auf der Vorderseite ist hier schön eingebunden. Auch hier die Anschlüsse für das Datenladekabel und die Stereo-Headsets, das ist alles wunderbar verarbeitet. Dann kommen wir hier zu dem eigentlichen Highlight des Geräts. Das ist nämlich ein 4,3 Zoll großes EPD-Display auf der Rückseite, hier auch wunderbar schön eingearbeitet in das Yotaphone oder in die Rückseite. Die Kamera befindet sich hier unten, auch hier. Alle die Übergänge sind sehr, sehr gut gelungen und weil das so ist, vergeben wir hier die Note von 9,4 von 10 möglichen Punkten. Das rückseitige EPD-Display des Yotaphone habe ich hier jetzt nochmal noch mit einem anderen Inhalt mal versehen. Es eignet sich nämlich wunderbar auch für die Darstellung von E-Books, wie hier. 16 Graustufen kann dieses EPD-Display darstellen und auch in der Diagonalen beträgt es oder hat es 4,3 Zoll wie das Hauptdisplay, das hier auf der Vorderseite ist. Hier kann ich jetzt auch nochmal kurz herausgehen. Wie Sie sehen, haben Sie hier ein ganz normales Android-Smartphone. Die Auflösung beträgt hier HD-Qualität, also 1280x720 Pixel. Die Pixeldichte beträgt 342 ppi und als Displaytyp kommt hier beim Yotaphone ein LCD-Display zum Einsatz. Und auch hier ist der Eindruck ganz gut, deswegen vergeben wir in dieser Kategorie 9,6 von 10 möglichen Punkten. Als Betriebssystem kommt beim Yotaphone Android in der Version 4.2.2 zum Einsatz. Das ist also eine nicht ganz so aktuelle Version. Ansonsten, was auch eine Besonderheit ist bei diesem Gerät, ist, dass wir hier unterhalb des Displays per Wischen das Gerät steuern. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach rechts wische, kommen wir auf den Startbildschirm zurück. Wenn ich jetzt hier eine Anwendung nehme und hier zum Beispiel noch eine Stufe weitergehe und ich möchte zu dem Bildschirm wieder zurück, dann müssen wir wiederum das Ganze nach links wischen und so kommen wir wieder zurück und so kommen wir wieder zum Hauptbildschirm. Das ist halt eine Besonderheit, also wenn Sie jetzt hier die normalen Android-Bedienelemente suchen, werden Sie diese nicht finden. Dann gibt es noch eine Reihe von Anwendungen, die für das EPD-Display auf der Rückseite optimiert sind. Eine Anwendung davon, die ganz nett ist, ist Bookmate. Sie haben hier, wie Sie sehen, eine ganze Auswahl von Büchern, die Sie lesen können auf dem EPD-Display. Ich suche jetzt hier einfach mal Les Misérables aus. Hier über diesen Kringel, das ist übrigens immer das Zeichen, dass Sie halt einen Inhalt, den Sie auf dem vorderen Display haben, auch auf der Rückseite lesen können, haben Sie hier zum Beispiel das Buch dann produziert, Les Misérables von Victor Hugo in englischer Sprache. Wir können dann hier auch wunderbar mit demselben Wischen, was wir schon von der Vorderseite kennen, auf die nächste Seite wechseln. Auch hier wieder dann mit dem Wischen nach rechts, das hat jetzt gerade nicht ganz so gut geklappt, wieder zurück. Also das liest sich dann wirklich wunderbar, gerade auch bei direkter Sonneneinstrahlung im Freibad und vor allem bleiben diese Inhalte auch länger dargestellt, während das vordere Display schon ausgestellt ist. Was natürlich noch eine Besonderheit ist, weil wir hier zwei Displays haben, ist das Yotaphone relativ grobschlächtig für so ein Smartphone mit einem kleinen Display, nämlich 9,99 mm haben wir hier in der Bautiefe. Wir haben in der Höhe 133,6 und in der Breite 67. Das Gewicht ist auch relativ hoch mit 146 Gramm. In dieser Rubrik Bedienung vergeben wir deswegen 9,5 von 10 möglichen Punkten.
Ein Nachteil beim Yotaphone ist der Akku. Der Akku ist nämlich, wie man hier sieht, fest verbaut und relativ klein, nämlich nur 1800 mAh. Klein, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir hier zwei Displays gleich verarbeitet haben. Dementsprechend ist auch die Laufzeit relativ gering, nämlich 160 Minuten Sprech- und Surfzeit und im Standby maximal 380 Stunden. Deswegen können wir hier in dieser Rubrik Akkulaufzeit auch nur 8,5 von 10 möglichen Punkten vergeben. Kommen wir zur Kategorie Leistung. Der Prozessor macht einen ganz guten Eindruck hier beim Yotaphone. Wie wir sehen, haben wir hier im AnTuTu Benchmark Test 19.179 Punkte. Das als solches wird Ihnen jetzt natürlich nicht so viel sagen, aber um das Ganze mal einzuordnen, Sie sind hier sogar etwas besser unterwegs als beim Samsung Galaxy S3, was ja früher mal ein Spitzenmodell war. Ansonsten ist hier zu sagen von der Ausstattung her, dass wir einen 1,7 GHz schnellen Dual-Core Prozessor an Bord haben, der unterstützt wird von 2 GB RAM Arbeitsspeicher. Beim internen Speicher ist es halt sehr schade, wie Sie hier sehen, Sie haben hier keinen Slot für eine MicroSD-Karte, Sie können den internen Speicher leider nicht erweitern beim Yotaphone, dafür sind allerdings 32 GB ROM an Bord. Insofern vergeben wir in dieser Rubrik Leistung 9,4 von 10 möglichen Punkten. Die Hauptkamera des Yotaphone haben wir hier natürlich auf der Rückseite, etwas merkwürdig platziert, wenn man bedenkt, dass das Display ja so herum ist auf der Vorderseite, mit 13 Megapixeln, relativ hochauflösend. Darüber hinaus haben wir hier natürlich auch einen Autofokus und LED-Blitzlicht an Bord. Dann haben wir hier noch die zweite Kamera, diese ist hier relativ mittig platziert, hat eine Auflösung von 2 Megapixeln. Die Hauptkamera, die ich gerade schon gezeigt habe, kann Videos in Full-HD-Qualität drehen. Ich habe hier auch schon mal eine Aufnahme gemacht, wie Sie sehen, sieht das Ganze eigentlich auch, wenn man heranzoomt, ganz gut aus. Sie können sich natürlich auch, wie immer, im ausführlichen Testbericht die Fotos ansehen, die wir in voller Auflösung gemacht haben mit diesem Gerät und auch ein Video in Full-HD-Qualität. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass wir hier am Rand doch leichte Unschärfen haben, wenn wir jetzt hier auf die Fotos gehen. Das ist natürlich bei einem solchen Preis von 499 Euro etwas schade. Deswegen mussten wir hier auch leichte Abzüge vornehmen. Auch der Blitz hat mir nicht ganz so gut gefallen, war etwas schwächlich auf der Brust. Insofern vergeben wir 8,7 von 10 möglichen Punkten in der Rubrik Foto und Video. Wie gesagt, ist ja Android das Betriebssystem beim Yotaphone, deswegen haben wir hier auch Play Music als MP3-Player an Bord. Wenn wir hier in die Einstellung gehen, sehen wir, dass wir auch einen sehr schönen Equalizer haben. Dieser Equalizer kann natürlich auch Inhalte darstellen in 3D-Qualität, wenn wir hier das Headset anschließen. Wie Sie sehen, leuchtet dann auch nah. Wenn wir den Equalizer angestellt haben, so, der 3D-Effekt auf. Wenn wir das Headset wieder hinausnehmen, ist der 3D-Effekt auch weg. Darüber hinaus haben wir natürlich auch diverse Presets, auch das hat mir ganz gut gefallen. Was mir nicht so ganz gut gefallen hat, ist die Wiedergabe von Musik. Das war leider etwas, etwas schlechter, als das halt bei der Konkurrenz der Fall ist. Ich kann hier nochmal kurz einen Song abspielen. Macht das Ganze mal etwas lauter. Wie Sie merken, ist das Ganze doch, wenn Sie hier den internen Lautsprecher haben, ich halte es mal dran, etwas am Scheppern. Gut, ich habe jetzt natürlich auch etwas schreiende Musik eher ausgewählt. Der Eindruck war leider auch bei den Headsets, die hier mitgeliefert sind, auch nicht so besonders gut. Also wenn man hier vor allem den 3D-Effekt eingestellt hat, hatten wir doch ein relativ großes Brummen an Bord. Deswegen können wir in der Rubrik MP3-Player denn auch nur 8,3 von 10 möglichen Punkten vergeben. Im Internet ist das Yotaphone relativ flott unterwegs. Sie können hier theoretisch mit LTE-Geschwindigkeit surfen, bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download. Via HSPA Plus sind bis zu 42,2 möglich. Darüber hinaus haben wir natürlich logischerweise auch eine WLAN-Schnittstelle, die ich hier auch über dieses Menü hier aktivieren kann, wie Sie sehen. Dann habe ich natürlich auch einen Speedtest schon durchgeführt mit einer Testkarte, die im O2-Netz maximal 7,2 Megabit pro Sekunde im Download realisieren kann. Wir haben hier fast gar keinen Unterschied zwischen den Werten, die wir Indoor hier oben gemessen haben und Outdoor, nämlich fast 7,2 Megabit pro Sekunde im Download, also das Maximum, während doch der Abstand
Upload relativ begrenzt ist, nämlich 1,7. Das ist natürlich viel weniger als die 5,76 Mbit pro Sekunde, die der Hersteller angibt. Wir haben deswegen hier, weil die Ergebnisse doch recht gut sind, 9,7 von 10 möglichen Punkten vergeben. Hier verbirgt sich übrigens das Mikrofon des Yotaphone. Wir wollen nämlich zum Punkt des Sprach- und der Sprachqualität kommen und der Empfangsqualität. Leider hat das Gerät hier nicht ganz so gut abgeschnitten. Wir hatten vor allem beim Indoor-Empfang Probleme mit dem Empfang. Deswegen muss ich hier leider nur 8,9 von 10 möglichen Punkten geben. Kommen wir zum Fazit. In der Gesamtbewertung bekommt das Yotaphone von uns 91,9 von 100 möglichen Punkten. Im Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Gerät nicht ganz so gut. Da bekommt es nur 52 Punkte. Das liegt halt an dem relativ hohen Preis von 499 Euro. Das ist übrigens nicht nur die UVP, sondern auch meistens der Internetpreis, weil nur sehr wenige Online-Händler dieses Gerät führen. Die Konkurrenten des Yotaphone sind, da wir hier in der oberen Mittelklasse mitspielen, das Samsung Galaxy S5 Mini, was gerade auf den Markt gekommen ist. Auch das ist etwas günstiger mit ungefähr 400 Euro im Internet. Darüber hinaus hätten wir zum Beispiel auch noch das Sony Xperia Z1 Kompakt. Auch dieses Gerät bewegt sich in der Klasse um die 400 Euro. Das war das Video von tariftipp.de zum Yotaphone. Wie immer könnt ihr natürlich den ausführlichen Testbericht in Kürze auf tariftipp.de nachlesen. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald auf unserem YouTube-Kanal von tariftipp.de.